Hi und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video bei der Janka Filmschmiede. Heute geht es wieder mal um das Thema Weißwurst. Weißwurst ist vielseitig einsetzbar und heute habe ich vor, nicht nur die Weißwurst heiß machen, süßen Senf, Brezen und Bier dazu, wie die traditionelle Art gemacht wird, sondern ich habe vor, heute einen leckeren Weißwurstsalat zu machen. Da waren wir bei Bekannten eingeladen und da gab es diesen Weißwurstsalat. Das ist schon länger her und ich bin fündig geworden, ich habe diese Rezeptur bekommen und habe mir gedacht, heute mache ich wieder einen richtig geilen Weißwurstsalat. Zutatenlisten, ganz einfach, die labert jetzt schnell runter. Wir brauchen 3 Weißwürste, wir brauchen etwas Radieschen, wir brauchen süßen Senf, wir brauchen Apfelessig, wir brauchen Öl, wir brauchen etwas Salz und Pfeffer und wir brauchen einen gemischten Pflücksalat mit Blüten drinnen, das schaut so richtig geil aus und die ganze Kombination mit dem süßen Senf, Händelmeier Senf, das ist unser Lieblingssenf, ein richtiges Salatdressing herrichten, das gibt den richtig geilen Pep. Also wie gesagt, Weißwurstsalat, schnell, einfach, aber doch irgendwas Außergewöhnliches. Und das ist mein Ziel, warum ich heute den Weißwurstsalat machen werde. Ich werde dann rüber in die Detailansicht, wie ich das Ganze zubereite. Also viel gibt es da gar nicht. Wir brauchen etwas Schnittlauch. Da habe ich leider nur getrockneten Schnittlauch, weil ich einen frischen Garten habe. Etwas Petersilie frischen. Und Essiggurken. Optional, wer mag, ein bisschen Essiggurken reinschneiden. Schmeckt wirklich mega geil. Und wie gesagt, ich werde dann in die Detailansicht rüber, wie ich das Ganze zubereite. Und ich sage es euch, ein fantastisches Gericht. Ist einfach einmal was anderes. Bayerische Tradition, bayerische Schmankerl, neu entdeckt. Also viel Spaß dann beim Zuschauen, euer Helmut. Also bis gleich. Ich würde sagen, wir machen zuerst einmal das Dressing vorbereiten. Da brauchen wir. Das geht eigentlich ganz schnell. Ich nehme 2 Teelöffel süßen Senf, 1 bis 2 Teelöffel, ich mache 2, den kleinen Löffel brauchen wir jetzt nicht mehr, also darf ich ihn abschlecken. Ich liebe Senf und vor allem den Händelmeier, einer der besten Senf. Dann brauchen wir 4 Esslöffel Apfelessig, 4 Esslöffel Öl, 4 Esslöffel Öl, bitte kein Olivenöl hernehmen, Rapsöl. Dann ein bisschen Salz rein. Ich habe mein Flockensalz aus Australien. Das liebe ich. Schmeckt sau gut. Aber jedes normale Salz geht natürlich auch. Dann haben wir noch ein bisschen Pfeffer rein. Und das werden wir dann einmal schön durchschicken. Gut, das war einmal das Dressing, das brauchen wir dann später. Dann werden wir die Zwiebel, die werden wir nur vierteln, nicht in Scheiben schneiden.
Und die Zwiebel schneiden wir in Ringe. Das dürfen schon ein bisschen gröbere Ringchen sein, das macht nichts. Rote Zwiebel kann man essen wie ein Apfel. Also überhaupt kein Problem. Den Senf brauchen wir auch nicht mehr. Wenn das Wasser jetzt kocht hier, dann tun wir die Weißwürste rein. Ich habe jetzt geschnitten. Dann machen wir alles hier rein. Gut. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt die Weißwürste. Die lassen wir, ja, ich lasse die 12 Minuten ziehen. Da kann man nichts falsch machen. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Schritt. So, das Wasser fängt jetzt zum Kochen an. Jetzt tue ich schnell die Weißwürste rein. Ja. Und jetzt drehe ich gleich den Herd ab. Ja, den Herd abdrehen und jetzt lassen wir die 12 Minuten ziehen. Ich habe noch ganz vergessen bei den Zutaten, ganz wichtig, aber nur optional, wer mag. Ich tue noch eine kleine Essiggurke mit reinschneiden. Die habe ich leider total vergessen, weil es da noch irgendwie den Pfiff gibt. Wir schneiden wir bloß so Scheibchen. Genau. Dann rein damit. Das habe ich total vergessen vorher. Aber es schmeckt wirklich geil. Dann muss ich mal gleich ein bisschen aufrühren. Und wie gesagt, die Dinge nur viertel. Und das ist einfach geil. Zack, richtig. Die kleine Dinge erstmal dazu tun. Wir sind ja bei uns daheim. So, da haben wir jetzt ein bisschen zum Ziehen und dann würde ich sagen, dann passt es. Aber es ist echt der absolute Knaller, also Weißwurstsalat ist wirklich sehr, sehr lecker. Das ist so einfach und aber trotzdem irgendwas Außergewöhnliches. Und das ist das Faszinierende an den Weißwurstsalat. Die Soße, das Dressing ist mega geil, die optimale Kombination, 4 Esslöffel Essig, 4 Esslöffel Öl, 2 Teelöffel süßer Senf, etwas Salz, etwas Pfeffer und mehr braucht man nicht. Das wird dann alles ein bisschen gemischt, Weißwurstperlen mischen, fertig, mehr braucht man nicht. Ich freue mich also richtig drauf und dann natürlich ein leckeres Bier dazu. Geht genauso wie bei der Weißwurst, nur dass der Salat ist. Und dann mit den Blüten, das Auge ist mit. Einfach geil. So, die Weißwürste sind jetzt fertig. Die haben es dann 12 bis 15 Minuten gezogen. Und da werden wir jetzt die Haut pellen. Und einfach ganz einen normalen kleinen Teller her. So. Wer das heiße Wasser verwenden will, der kann einen Tee aufkochen damit. Überhaupt kein Problem. Also Spaß beiseite. Ich schütte mir natürlich weg. So, wir haben jetzt die Weißwürste hier. Wir werden jetzt die ein bisschen pellen. Genau so muss sein, die reißen richtig ein. Ich nehme da einfach die Finger her. So. Ich nehme da immer nur die Finger her. Drück sie so raus aus der Haut, das geht wunderbar. Ich habe schon vorbereitet. So. Und dann schneiden wir einfach so kleine
Scheibchen. Schneiden wir jetzt einfach so Scheiben. Viele werden sagen, der Bayer spinnt, der macht so ein komisches Gericht. Aber hey, Leute, das muss man einfach mal probiert haben, weil es schmeckt wirklich absolut geil. Einfach ein bisschen was von der Salat raus. Gurken rein. Einfach grob. Geh nicht so genau. Ein paar Zwiebelringe da drauf. Und dann noch ein paar Blüten drüber. So. So sieht das jetzt aus. Und dann da ein paar so Platten drüber. Da haben wir was für den Dressing drüber. Da haben wir ein bisschen drüber träufeln. So ist es fertig angerichtet und jetzt gehen wir raus zum Verkosten. Der Weißwurstsalat ist jetzt fertig, schaut sehr lecker aus. Ja, ich zeige es nochmal. Und jetzt werden wir es richtig genießen. Alles drin. Und durch die warme Weißwürste-Kombination schmeckt es richtig. Sehr lecker. Immer wieder sehr lecker. Macht es einfach nach. Schmeckt sehr geil, ist einmal was anderes. Ich kann nur sagen, macht es einfach mal nach. Das ist eine ganz andere Kombination, das hat was. Und das Dressing ist sehr gut, top, mega top. Und der Wildpflücksalat, Rucola, alles mögliche da drinnen, gibt einen absolut traumhaften Geschmack und kann für jeden weiterempfehlen. Also das war's von meiner Seite her, ein leckeres Bier dazu, also Prost, Helmut, die Anker 5 Schmiede, danke fürs Reinschauen, auf den Daumen nach oben würde ich mich freuen, auf Abo würde ich mich freuen, und wenn es nicht gefällt, der soll den Computer leider wieder abdrehen. Und wenn es nicht gefällt, der soll den Computer ausschalten. Ganz einfach, so machen wir das. Also ich lasse es jetzt schmecken. Weißwurstsalat. Einfach mega geil. Also Prost. Also Helmut, ich schmecke. Und dann die Blüte. Also, das mache ich wirklich aus. Also habe ich die. Lasst es euch gut gehen. Schönes Wochenende. Dann heute eine angenehme WM-Spiel. Deutschland, Schweden. Ja, ich bin gespannt.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ach ja, alle Zutaten wie üblich unten in der Videobeschreibung. Und dann viel Spaß beim Nachbauen. Aber ja, macht es gut.